Am PXS 7000 und 6000 können dynamische Mikrofone angeschlossen werden und das Signal mit Effekten belegt werden. Hierfür gehe ich in das Function-Menü, in den Bereich Sound, Mic FX und aktiviere den Effekt On. Jetzt kann aus insgesamt 25 Effekten ausgewählt werden. Effekte, die jetzt nicht so stark die Stimme verändern oder auch etwas stärkere Effekte. Echo, Middle Delay, Long Delay und so weiter. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Wir gehen drei Schritte zurück in das Übersichtsmenü und hier sehe ich den Bereich Mixer, Bereich Hall Reverb. In diesem Menü ist es möglich, noch einen allgemeinen Effekt, einen Reverb- oder Hall-Effekt auf das ausgewählte Instrument und zusätzlich auf das Mikrofonsignal zu legen. So kann ich den Reverb-Anteil beim Klavier verändern. Von relativ trocken auf etwas länger. Und genau das Gleiche würde ich jetzt auch mit der Stimme machen. Hierfür gehe ich in den Mic Incent. Jetzt ist mein Signal relativ trocken. Und jetzt habe ich einen starken Reverb-Anteil und kann das gut mit meinem Klavierspiel kombinieren.